Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 138. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du allein kannst uns heiligen. Und die Bibel sagt uns, dass wir ohne Heiligung die Wiederkunft Jesu nicht auf der Seite der Gerechten erleben können. Und so möchten wir ihr nachjagen. Wir möchten deinem Wort nachjagen, durch das du zu uns sprichst, dass dein Heiliger Geist unserem Herzen das bewirken kann was du dir wünscht für unser Leben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Dritte Mose 20. Es geht immer noch um die Strafen für Unzucht und für Götzendienst und für die Sünden, die hier in 3. Mose aufgezählt werden. In Vers 25 heißt es, so sollt nun auch ihr das reine Vieh vom unreinen unterscheiden und die unreinen Vögel von den reinen. Und ihr sollt euch selbst nicht verabscheuungswürdig machen durch Vieh, Vögel und alles was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein abgesondert habe. Das bezieht sich ja nochmal auf 3. Mose Kapitel 11. Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich der Herr bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Hier sehen wir eine sehr schöne Definition der Heiligkeit, abgesondert von den Völkern, abgesondert von der Welt, damit wir mit Gott leben dass wir ihm angehören, dass wir sein besonderes Eigentum sind, so wie es Gott ja den Israeliten vorgeschlagen hatte, ähm, angekündigt hatte in 2 Mose 19, was sein eigentlicher Plan war mit dem Volk, mit dem Bund. Wir, du und ich, dürfen Gott ganz angehören. Darin besteht die Heiligkeit. Nicht einfach in eingeübten Verhaltensweisen, sondern in einer ganz tiefen und engen Nähe zu unserem schöpfer und erlöser wenn in einem mann oder einer frau ein geisterbefrager oder wahrsagergeist ist so sollen sie unbedingt getötet werden man soll sie steinigen ihr blut sei auf ihnen da sollte keinerlei okkultismus platz haben im volk gottes und der herr sprach zu mose rede mit den priestern den söhnen aarons und sprich zu ihnen ein priester soll sich nicht wegen eines toten oder seinem volk verunreinigen Außer wegen seines nächsten Blutsverwandten, der ihm zugehört. Wegen seiner Mutter, wegen seines Vaters, seines Sohnes, seiner Tochter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, die noch eine Jungfrau ist, die ihm nahe steht, weil sie noch keines Mannes Frau gewesen ist. Ihretwegen darf er sich verunreinigen. Als ein Hochgestellter unter seinem Volk soll er sich nicht verunreinigen, damit er sich nicht entweiht. Der Priester... Sollte insbesondere eine, eine, besondere, eine besondere Rolle haben, einen, einen besonderen Status haben. Er sollte als Vorbild für das ganze Volk dienen. Sie sollen sich keine glatze Scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Fleisch Einschnitte machen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen. Das ganze Volk sollte ja heilig sein, aber die Priester sollten das ganz besonders illustrieren. Denn sie opfern die Feueropfer des Herrn das Brot ihres Gottes und sie sollen heilig sein. Sie sollen keine Hure oder entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann verstoßene, denn der Priester ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er bringt das Brot deines Gottes da, er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Hier sehen wir also die Heiligkeit des Priesters, die sich in bestimmten Anordnungen illustrativ zeigt, sollte dem ganzen Volk zeigen, was Gott eigentlich auch mit ihnen geplant hat, denn sie sollten ja, wie wir in 2. Mose 19 gelesen haben, ein Königreich von Priestern sein. Sie konnten zwar nicht alle tatsächliche reale Priester sein im realen Him äh, im realen irdischen Heiligtum, aber die Rolle des Priesters sollte abgesondert sein in dem Sinne, dass das Volk sich an seiner Heiligkeit orientiert und ihm nacheifert. Und das Zeigt uns auch, welche Rolle Jesus in unserem Leben hat. Er ist unser Hoher Priester. Er ist heilig. Und wir sollen heilig sein. Wir sollen uns, wenn wir ihn betrachten, sollen wir sehen, dass Gott auch uns heiligen möchte, ihm ähnlich machen möchte. Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren Vater, sie soll mit Feuer verbrannt werden. Derjenige aber, der hohe Priester ist, unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen wurde, und dem man die Hand gefüllt hat, damit er die heiligen Kleider anziehe, der soll sein Haupthaar nicht wirr hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen. Genau das hat der hohe Priester zur Zeit von Jesu missachtet. Matthäus 26, Vers 65, als er seine Kleider zerrissen hat, als Jesus bekannte, dass er der Sohn Gottes, der Messias ist. Er soll auch zu keinem Toten kommen. Auch um eine seines Vaters und seiner Mutter willen soll er sich nicht verunreinigen. Für den hohenpriester galt also noch einmal etwas, ähm, etwas mehr als für den gewöhnlichen priester wir sehen hier also eine abstufung an ähm, vorschriften er soll aus dem heiligtum nicht hinausgehen noch das heiligtum seines gottes entweihen denn die weihe des salböls seines gottes ist auf ihm ich bin der herr er soll eine jungfrau zur Frau nehmen. Eine Witwe oder eine Verstoßene oder eine Erd oder eine Hure soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinem Volk soll er zur Frau nehmen, damit er seinen Samen nicht entweiht unter seinem Volk, denn ich, der Herr, heilige ihn. Und der Herr redete zu Mose und sprach Rede zu Aaron, und sprich, sollte jemand von deinem Nachkommen in ihrem von deinen Nachkommen in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er nicht herzunahen um das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, an dem man gebrechen ist, soll Herzunahnen, er sei blind oder lahm oder habe eine gespalte Nase oder ein Glied, das zu lang ist. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat. Auch kein Buckliger oder Zwerg oder einer, der einen Fleck auf seinem Auge hat oder die Krätze oder Flechten oder zerdrückte Hoden. Wer nun von dem Samen Aarons, Priesters, des Priesters, ein Gebrechen an sich hat, der soll nicht Herzunahnen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen, er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzubringen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Hochheiligen und vom Heiligen. Dem Behinderten, der aus dem Geschlecht Aarons war, sollte kein Nachteil entstehen in seiner Versorgung. Er sollte genauso versorgt werden wie die anderen Priester. Er sollte nicht aufgrund seiner ähm, Bildung diskriminiert werden. Aber er konnte nicht den Dienst von Jesus vollkommen darstellen, oder? Darstellen als Illustration. Denn Jesus kam auf diese Welt ohne Gebrechen und war körperlich gesund. Und er, jeder Priester sollte eine Vorschattung sein auf diesen kommenden Erlöser, der jetzt noch unser Priester im himmlischen Heiligtum ist. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht. Denn ich, der Herr, heilige sie. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Jesus haben, der unser hoher Priester ist. Und dass wir durch das Betrachten seiner Heiligkeit, selbst durch deinen Geist, immer mehr geheiligt werden dürfen. Das bitten wir dich, dass das geschieht auch heute, an diesem Tag, in unserem Alltag. Lass uns auf Jesus schauen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.